So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Jawohl. So, gut. In der letzten Folge haben wir den abgestellt, haben wir Verkauf gemacht. Mit Strohballen und ja. Die 200.000 haben wir knapp verpasst. So. Jetzt springen wir mal schnell in den hier rein. Dass wir einen Mähdrescher abdanken können. Und dann denke ich mal, wenn wir die restlichen Strohballen verkaufen, dass wir die 200.000 Marke geknackt haben. Oder geknackt bekommen. Ja. War ja auch im letzten Video, stand hier der Trecker, Mähdrescher im Weg. Und er konnte nicht wenden, ja. Zu spät gesehen oder ich habe es gar nicht gesehen, weil ich da Strohballen gepresst habe. Naja, passiert. Das passiert. So. Wir haben zwar dann noch ein Feld abzuernten, aber hier hin. Aber wir müssten uns dann schon doch mal beschäftigen mit den Feldern hier. Wächs, die wir jetzt abgeerntet haben, neu zu bestellen. Aber wir machen erstmal das mit dem Stroh. Weil das letzte Video ist ja echt wieder übelst lang geworden. Und das ist meiner Meinung nach, guckt das genau, solche langen Videos. So, dann, ihr sitzt in der Frühstückspause und ja. So, waren wir noch welche? Das war's. Waren alle, ne? Entschuldigung, musste mal sein. Ich glaube, es waren alle. Okay, gut. Dann verkaufen wir die noch. Gleich da oben wieder, wo wir sie ja, wo wir es erst mal verkauft haben. Also im letzten Video meine ich. Aber trotzdem sollten wir mit der Kleinladung vielleicht die 200.000 knacken. Mal gucken. Vielleicht. Also mit dem Raps auf jeden Fall. Wenn der Hänger dann mal voll ist.
wie gesagt, wir fahren dahin, wo wir im letzten Video verkauft haben, und da steht dran, wir kaufen alles. Wir wollen alles haben. Könnt ihr euch jetzt noch mal einen Einblick machen? DHL. Boah. Total abgelenkt von DHL. Da, da kann ich es euch noch mal zeigen. Da steht's. Wir kaufen alles. Okay. Wir kaufen alles. Ja, wir haben die 200.000 geknackt, einmal frei. Aber oft ist die Arbeit, ich weiß es noch nicht. So, gut. Können wir den auch wieder in Schuppen fahren? Abgeerntet, oder? Ja, können wir ja drauf fahren. Ein paar Riesenfelder, wenn du so nimmst.
So. Ja, frei. So. Gut, jo. Ja, wir brauchen eine Saatmaschine. Jetzt langsam mal anfangen. Aber muss man mal es gucken, bevor wir das machen. Und zwar dahin. Baumodus. Nicht Produktion, sondern war das hier? Das hier, ne? Nee. Nee, das war's nicht. Oder? Muss jetzt mal ganz kurz was gucken. Moment, Moment, Moment. Nee. Allen auch nicht. Produktion war es auch. Nee, Sparkgebäude, ne? War das Erweiterung oder normale Silos? Ach, hier sind sie doch. So, dieses Silo kann mit verschiedenen Produkten gefüllt werden. Okay. Das war's auch. Ja, ich suche die Silos, wo man. Aber ich glaube, das waren sie. Da kann ich hier das hier. Ne, ich brauche die Kaufdinger, ne? Werden. Ja, ich guck mal. Vielleicht sind das die ich brauche. Warte, wo wollte ich denn jetzt hinstellen? Nee, nicht drehen. Da drehen. Da hinten wollte ich die hinstellen. Ja. So. Moment. Jo, da ist mit der Kohle weg. Zwecks Dünger und Saatgut. Nee, das waren die nicht. Nein, oder? Nee, das waren die nicht. Das waren die nicht. Verkaufsstation, habe ich das nicht mit reingenommen? Das nicht mit reingenommen. Habe ich das nicht mit reingenommen? Oder war es bei den Erweiterten? Wo man hier Saatgut kaufen kann. Flüssigkeiten gefüllt werden. Dieses hier lokalen mit Dünger. Dieses hier lokal mit verschiedenen. Ja, aber ich wollte ja eigentlich. Na ja, gut. Na, lassen wir es erstmal. Ach Gott. Nur runter. Na gut. Lassen wir das erstmal. Bin ich dann später betraut. Gut, wir brauchen eine Saatmaschine. Seetechnik, Einzelkorn, nee, das will ich nicht.
Das ist eine Erntemaschine. Ja, das ist eine Erntemaschine, okay. Normale Seetechnik brauche ich mal. Boah. Kann ich ja Dünger reinpacken? Nee, das. Früchte wie Weizen, erste weiter. Zudem die Möglichkeit der Drecksaat. Also, okay. Den hier. In dieser Seemaschine können Früchte wie Weizen, Gerste und Raps gesät werden. Also keine. Na doch. Aber keine Direktsaat. Okay. Oh ja. Und mit der hier hast du auch. Warte mal. Nee, da hast du nur Samen drin, also nur Seen. Und hier hast du Dünger und Samen. Okay. Macht's auch eine Direktsaat? Ja. Also mieten wir uns. Ne, die hier. Ich würde sagen, die mieten wir uns hier. Wie viel PS braucht die? 200 PS. 270 PS. Okay. 270 PS. Aber die mieten wir uns natürlich, das ist klar. So. Zurück. Dahin. X. Und zwar Saatgut. Das Achtung. Da holen wir uns. Ja, wir brauchen eh mehr Saatgut, also können wir uns da. Ja. Ja. Rück erst einmal und jetzt brauchen wir noch Mineraldünger. Mineraldünger Big Bag. Ist aber teuer, ne? So. Rück. Müssen wir mal gucken. Was unser Trecker hier? Nein, falsche. Nein, nein. Ah, da ist auch voll. Edge. Wo ist es denn? Hier. Der Deutz. Was hat denn der? Falsche Richtung. Ich glaube, es ist ein mittelgroßer, ne? Hier. Ja, 200. Ja, 270 PS braucht man und er hat 287. Braucht man. Hey. Ah. 270, ja doch, 270 und der hat ein paar 80. Ja gut, dann haut es doch hin. So, dann setzen wir den mal zurück. Wo ist er? Das müsste doch Deutsch sein, ja. Hier ist der Hantel. Gut. So, ankuppeln. Ist ja schon offen. So. Gucken wir mal voll hier. Ja. Voll tanken. So. 100%. Moment. Mach doch die Klappe nicht zu, Junge.
Klappe drauf. So. Okay, dann danken wir das noch. So. Ja, da könnte man eigentlich uns doch so ein Silo kaufen. Damit ein Anhänger hierher fahren und alles in das Silo reinpacken. Das geht natürlich auch. Da steht's hier, da brauchen wir nicht immer zum Händler fahren. Genau. Geht auch. Das geht natürlich auch. Ja, das können wir machen. Das werden wir auch machen. In den nächsten Videos werden wir das machen. So, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal nach Hause. Danken noch den Mähdrescher ab. Und ja, und dann gucken wir, was wir im nächsten Video machen. Oh, er kämpft, er kämpft, er kämpft. Oh, er kämpft, er kämpft, er kämpft. Warte mal, Amelie, warte, 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 warte. Gleich, gleich. Ich muss bloß noch das nach Hause fahren. Ach, siehste, wir haben ja noch gar nicht unsere Hunde gefüttert. Genau, müssen wir noch füttern. Den haben wir jetzt in den letzten zwei Videos oder so nicht gefüttert. Mit dem mal schnell füttern gehen. Wo ist er eigentlich hin? Wo ist der Hundi? Hm? Er ist sauer. Hä? Wo ist denn der hin? Ich glaube, Scott will nicht mehr, Scout will nicht mehr mit uns zu tun haben. Das ist weg. Wo ist er hin? Hä? Scout! Ist das Scout oder Scott? Scott. Nee, Scout. Ja, der will nicht mehr mit uns zu tun haben. Weil wir den das letzte Mal nicht gefüttert haben. Naja, gut. Der will nichts mit uns zu tun haben. So. Warte, 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 Amelie, warte mal, warte mal. Gleich, geht gleich los. So, nee, Amelie, es geht jetzt erstmal nicht. Warte mal. Ja, meine Kleine, von meinem Bruder, die Tochter, die Kleine ist da. Und ja, die möchte am liebsten auf den Schoß. Aber es geht jetzt erstmal nicht. So, das fällt hier nochmal als erstes, würde ich sagen. So, dann werden wir jetzt noch. Da ist Scout! Da ist er! Hey, Junge! Wo ein bisschen hier kommen, wo ich dich gefüttert habe. Ja, meiner. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Hast schon aufgefressen? Nö. Da will nicht mehr. Da will nicht mehr fressen. Bitte, 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 bitte. Jetzt nochmal hier schnell rein. Den danken wir noch ab. Wo ist der Mähdrescher? Wo ist er? Ach, da. So. Da kommt der Mähdrescher schon noch ab.
Den danken wir mal noch schnell ab. Gut, aber die Sachen, ja, beenden wir das Video erst einmal. Abdanken. Ja, ich denke mal, in der nächsten Folge können wir den dann die Ladung verkaufen. Sind ja schon wieder. Moment, wenn es fertig ist. Na komm. Es wären 100%. Ja, das sind 100%, können wir in der nächsten Folge verkaufen. Cool, können wir in der nächsten Folge verkaufen. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei LS22 und auf meinem Kanal. Tschüss.